Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und das letzte Mal hatten wir hier dieses kleine Problem, dass wir nicht mehr da oben ankommen, weil die Erde ein Block zu tief ist. Und da ich jetzt nicht unbedingt momentan so Lust habe, hier nochmal die ganze Erde abzubauen, da werde ich mir irgendwann mal was aus unseren Vorräten schnappen und dann werden wir das hier fertig machen. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen nochmal Holz platzieren und dann geht's, glaube ich, beim nächsten Mal los, Wölfe jagen bzw. Hunde, und dabei werden wir dann eben weiteres Holz uns schnappen. Das ist, denke ich, mal schön. Und ich versuche jetzt ja vermehrt eben ein wenig Abwechslung reinzubringen. Und dann passt das wieder. Zwei Parts lang waren wir jetzt wieder hier zu Gange. Und dann geht's auch, weil das passt ja auch einfach ziemlich gut. Moment. Oh, Glück gehabt. Ich dachte hier eigentlich, dass die Leiter entweder hier oder hier ist. So, wenn wir das nochmal kennzeichnen. Obwohl, hier könnte man einfach trotzdem nochmal so zwei Fackeln hinsetzen oder eine. Nee, werden wir hier einfach zwei hinsetzen. Und dann geht's hier hoch auf die Mauer. Da müssen wir mal sehen, wo wir denn da noch überall Holz verlegen müssen. Und den Turm müssen wir hier mal fertig bauen. Stimmt. Und ich glaube, diesmal habe ich auch alle Sachen dafür dabei. Irgendwie kommt der mir so tief vor. Aber ich glaube, das bilde ich mir auch einfach nur ein. So, und dann platzieren wir hier mal die Blöcke. So, immer noch. Oh, ja genau. Und hier müssen wir mal ganz viel Holz verlegen. Ah, jetzt ist dieser Block da runtergefallen. Na gut. Pflastersteine müssen wir auch bald nochmal sammeln. Also da haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich was vor. Aber Pflastersteine werde ich einen extra Part machen. Aber wenn wir Fichtenholz sammeln, das kann man hier, wie gesagt, ja einfach so nebenbei machen. Vielleicht sollte ich mir dann auch diese Timbermod holen. Das würde das Ganze auch auf jeden Fall ziemlich beschleunigen. Dann kann ich nämlich auch mal wieder die ganzen anderen, vor allen Dingen, wie gesagt, Inventory Tweaks muss einfach sein. Und dann hattet ihr mir auch diese Minimap empfohlen. Das muss ich auf jeden Fall alles mal machen. Und da muss man ja, glaube ich, sich nochmal Forge installieren. Ich hatte das alles ja auch mal. Aber ja, dann wollte ich unbedingt mit dieser Shader-Mod rumspielen. Dann funktionierte das alles nicht mit Optifine. Und ja, das war ein riesengroßes Durcheinander. Und dann habe ich ja, wie ich das einmal schon erwähnt habe, meinen Minecraft komplett wieder platt gemacht. Dementsprechend ist das alles gerade so ein bisschen schlecht. Und viele fragen auch immer, Mensch, Paluten, Shader-Mod, Shader-Mod, Shader-Mod. Ich muss aber sagen, meine Frames sind durch die Shader-Mod sowas von eingebrochen. Also da hatte ich echt wenig. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Und momentan sieht das hier alles gar nicht schlecht aus. Also wir hatten ja einmal kurzzeitig dieses Problem, dass sich die ganzen Sachen immer so nervig aufgebaut haben. Aber jetzt haben wir eine relativ gute Weitsicht. Habe auch so ein bisschen Nebel da eingestellt. Das sieht eigentlich gar nicht so unvorteilhaft aus. Jetzt werden wir hier erstmal das zu Ende bauen. Und worüber ich... Oh Gott. Herrlich. So, schnell wieder hoch. Worüber ich heute eigentlich reden wollte, war, wie abhängig man teilweise von seinem Handy ist. Also ich muss sagen, das ist vielleicht nicht so gut, aber das Erste, was ich morgens mache, mein Handy liegt neben meinem Bett. Und das ist auch gleichzeitig mein Wecker. Und dann klingelt der Wecker eben, ich mache den aus. Und wenn ich dann so langsam wach werde, dann ist im Grunde genommen das Erste, was ich mache, ist, ich guck nach E-Mails und ich gucke in mein WhatsApp. Und das sind wirklich so die ersten Sachen, die ich am Tag so mache. Und dann dachte ich mir auch schon ein paar Mal so, okay, bisschen strange, weil das Erste, was man macht, weil wie abhängig ist man letztlich von seinem Handy? Der Block ist falsch. Und ich muss sagen, dass ich schon... ich bin jetzt nicht süchtig, ich bin jetzt nicht so völlig hibbelig, wenn ich mein Handy nicht dabei habe oder so. Aber man merkt irgendwie schon so, dass man ziemlich, ja, eine gewisse Abhängigkeit von seinem Handy aufweist. Weil den Turm haben wir da hinten noch gar nicht richtig fertiggestellt, fällt mir jetzt gerade mal auf. Ja, ich kann das so ganz schlecht beschreiben, weil ich meine, früher hat es einem ja auch nicht gefehlt oder so. Genauso wie es mit Facebook ist, also ich bin auch bestimmt 5-6 Mal täglich auf Facebook und sonderlich viel passiert da trotzdem nicht. Und keine Ahnung, also das ist irgendwie so ja, kann man schon was sagen, Veränderung der Gesellschaft? Also ich denke auch auf jeden Fall, dass ich so, früher hat man sich eben jedes Mal getroffen oder man musste, ja, um miteinander zu quatschen, jetzt gibt's WhatsApp, jetzt gibt's Handys, pipapo, und das war zu meiner Jugend, damals war das alles ganz anders. Und das ist eben so der Wandel der Zeit, den ich aber gar nicht so negativ sehe. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich bin da ja auch... Ich
bin ja eben noch nicht, es gibt ja eben eine weitere Generation, die Leute, die gerade so in der Schule sind und die sind ja letztlich mit Handys aufgewachsen und ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Handy hatte. Also da war ich bestimmt, oh Gott, ich weiß das gar nicht, wie alt, aber ich denke, dass die Anzahl der Jahre bzw. das Alter, wann die Leute das erste Mal ein Handy bekommen, ich glaube, das geht immer weiter nach unten, sei es jetzt nur einfach, weil die Eltern eben ihr Kind, wenn es draußen spielt, irgendwie immer erreichbar haben wollen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer positiver Punkt, den das auch, oder den Handys, oder jetzt verquatsche ich mich gerade hier so ein bisschen. Ja, das ist der Vorteil von Handys, einfach so auch in jüngeren Jahren, dass die Kinder eben immer erreichbar sind. Aber dann muss es nicht unbedingt ein iPhone sein, was die Kinder dann geschenkt bekommen, sondern dann reicht ja auch irgend so ein alter Knochen. So, das gute Nokia. Aber dann gibt es eben mal auch viele Eltern, die dann wollen die Kinder eben das iPhone haben. Und da würde mich gerne mal interessieren, wann ihr euer erstes Handy bekommen habt und wie sehr das Handy letztlich euer Leben teilweise beeinflusst, vielleicht auch ein wenig einschränkt, dadurch, dass man jetzt wirklich immer erreichbar ist, wenn man sein Handy dabei hat. Und ich denke mal, also die meisten von euch werden das ja auch dauernd bei sich rumtragen. Also ich glaube, da sind ganz, ganz wenige, die Handys komplett boykottieren. Aus meinem Freundeskreis kenne ich, glaube ich, auch niemanden, der kein Handy hat. Und da sind eigentlich auch 90% der Leute haben irgendwie ein iPhone. Einer meiner Kollegen hat, glaube ich, ein Windows Phone. Nee, Android. Aber das ist auch wirklich so die Minderheit letztlich. So, und jetzt müssen wir wieder diesen nervigen Part machen. Ja, leider habe ich das mit diesen Holz- oder Fichtenblöcken relativ spät erst für mich entdeckt, sodass wir das jetzt. Praktisch ist es alles doppelte Arbeit, denn die ganzen Blöcke hier haben wir ja schon mal alle gesetzt. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Oder ich muss das letztlich nochmal machen und ihr müsst es euch notgedrungenerweise ansehen. Ah ja. Ist ein wenig nervig. Und wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir dann Hundis jagen gehen, beziehungsweise Wölfe. Hoffentlich wird das erfolgreicher werden als unsere Hexenjagd. Denn wie gesagt, da war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass wir da keine Hexe gefunden haben. War vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn ich wusste gar nicht, dass die irgendwie so Vergiftungstränke etc. werfen kann. Ich dachte, die würde einfach wie so ein ganz normaler Mob angreifen. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie stark die letztlich sind. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Ich werde hier einfach mal runterjumpen. Dann einmal da schnell rübersprinten. Rübersprinten, habe ich gesagt. Wieso können wir denn hier nicht sprinten? Doch, jetzt. Sammeln wir hier nochmal ein paar Pflastersteine ein. Wo momentan benötigen wir die gar nicht so, denn ich glaube, die meisten Arbeiten, für die wir Pflastersteine benötigen, sind abgeschlossen. Höchstens nochmal für diese Treppen, die wir unterhalb einbauen wollten. Müssen wir mal gucken, wie viel Fichtenholz. Ne, das müsste, glaube ich, für die Bahn auf jeden Fall noch reichen. Aber für die anderen nicht mehr. Denn ich glaube, da hinten haben wir auch noch gar keinen. Also hier diese Strecke und dann eben bis zu diesem Turm, da ist, glaube ich, noch überhaupt kein Fichtenholz gesetzt worden. Und das wird auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich anstrengend. Aber nun gut. Ich habe jetzt leider gerade auch kein Thema mehr. Ich dachte eigentlich, dass ich wesentlich mehr über dieses Handy-Thema quatschen könnte, aber irgendwie hat sich das alles relativ schnell erledigt. Aber nun gut. Oder auch soziale Netzwerke. Also bei mir hat es angefangen mit StudiVZ. Ich weiß nicht, wer von euch die Zeit, oder SchülerVZ gab es ja auch. Also da war ich allerdings nie drauf, weil, weiß nicht, StudiVZ war eigentlich als erstes da und dann kam, glaube ich, erst SchülerVZ und dann sind auf einmal alle rübergegangen zu Facebook und StudiVZ etc. gibt es ja noch, aber ich glaube, die spielen nur noch eine verschwindend geringe Rolle und, weiß nicht, das wird auch, denke ich mal, irgendwann aussterben. Ich meine, vorher gab es MySpace. Das ist jetzt ja auch so. Da versuchen sie auch, das die ganze Zeit zu rebooten, also irgendwie so einen Neustart dahin zu bekommen, um wieder ein paar Nutzer abzugreifen. Das war ja mal die auch Musikplattform. Ich weiß nicht, wer von euch The Killers kennt. Ich glaube, oder nee, Arctic Monkeys oder The Killers. Eine von den beiden Bands wurde auf jeden Fall durch diese Seite berühmt. Da gab es dann auch Spekulationen, ob das nicht letztlich auch nur alles wieder Marketing war. Und aber das waren eben so wirklich die Anfänge großer, populärer sozialer Netzwerke. Und dann sieht man eben, wie schnell das geht und wer weiß, wann vielleicht Facebook auch das Zeitliche segnet. Die haben natürlich jetzt eine ziemlich große Machtposition. Also die anderen hatten zwar auch viele Nutzer, aber da gab es eben das Problem, dass zum Beispiel StudiVZ
eben nur in Deutschland sehr, sehr populär war und dass es dieses Netzwerk eben nicht woanders gab. Und sagen wir mal, wenn man da mal Freunde hatte, die nicht unbedingt aus Deutschland kamen, dann musste man sich zwangsläufig bei, weil die kannten eben, kennen kein StudiVZ. Und hier ist es jetzt auch gerade schon wieder Nacht, was gar nicht so toll ist. Und was auch nicht so toll ist, ich muss mal näher an die Pflastersteine ran, denn die fallen hier alle runter und ich sammle die nicht ein. Ich komme da jetzt auch gar nicht ran. Was ist denn da los? Ich will doch nur die Pflastersteine. Und hier höre ich schon wieder irgend so ein Slime. Ich gucke jetzt mal hier runter, wo sich der befindet. Du machst das Geräusch? Du hast so einen riesigen Geräusch... Nee, hier. Der dicke Brummer da unten. Aber da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Um der Mond. Und ich weiß gar nicht, ob da hinten... Nee, da geht sie langsam unter die Sonne. So, jetzt werden wir nochmal schnell hier das fertig bauen. So, ganz schnell. Wie viel Fichtenholz haben wir denn noch? 4. Oh, warte, daraus bekommen wir dann noch ein paar. Ja, 29. Dann haben wir das hier auch schon mal fertig gemacht. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit immer noch vergessen. Oder habe ich die da schon platziert? Nee, Eisengitter habe ich platziert. Dann vielleicht doch nochmal eine Fackel hier hin. Können wir jeweils hier hinsetzen. Und dann ist hier zumindest auch schon mal ein bisschen Licht. Hier haben wir auch Licht. Das sieht doch vortrefflich aus. Nur hier unten ist es noch völlig dunkel. Und hier vorne habe ich doch noch welche gesetzt. Genau, ich glaube, ich werde die immer direkt unter die Decke setzen. Und dann falle ich hier natürlich ziemlich tief. Stimmt, und dieser Gang ist eigentlich hier oben völlig sinnlos. Habe ich hier letztlich 2 Gänge gebaut? Ich glaube nicht, oder? Nur gut, das muss jetzt erstmal so bleiben. Muss ich das doch so ein bisschen verschieben. Und wir müssen auch noch... Hier habe ich die aber... Wieso habe ich die denn so dicht nebeneinander gesetzt? Ich hätte doch immer auf der anderen Seite viel größere Abstände. Nun gut, das sind alles Feinheiten, die wir nochmal verändern müssen. Und das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit kosten. Aber wir werden ja noch genügend Zeit hier verbringen. Warte mal, habe ich hier... Ah, jetzt sehe ich da hier oben wieder nichts. Na komm schon! Ja, genau, hier... Oh Gott! Vor allen Dingen ist das auch so mega lang hier. Und die sehen aus wie die drei von der Tankstelle. Was geht ab, Bob? Ja, nicht viel, nicht viel. Und bei dir? Ja, schönes Wochenende, ja. Gut, ich werde euch einfach mal niederstrecken, denn ihr seid einfache Erfahrungspunkte. So, kommt her. Wir könnten eigentlich auch mal langsam anfangen, eine Runde zu ver... Oh, nee, dafür brauche ich aber auch erstmal wieder die Mod zum Enchanten. So, warte mal, um dich hauen wir jetzt. Komm her, oh, na, komm her, nein, jawoll. Oh, hast du keine Enderperle gedroppt, schade. So, Schweinemack-Schwein. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal wieder ein paar Rinder töten, denn da drin sieht es echt ziemlich ungemütlich aus. Und da es ja gerade wieder so ein paar Probleme gibt mit dem Tierschutz. So. Gebt mir Sachen. So. Ja, dürfen eben auch, oder müssen eben auch mal ein paar Schafe leiden. So. Ist auch schön alles. Oh, nein, nein, nein! Ah! Ja, tut mir leid. Wer hier raus will, der muss auch sterben. Ich soll das vielleicht erstmal zumachen. Entschuldigung, ich muss hier kurz durch. Entschuldigung, Entschuldigung. Na, jetzt lass mich doch mal... Wieso krieg ich das hier? So, endlich. So, jetzt gucke ich nochmal, ob hier irgendwas auf dem Boden liegt. Aber das sieht nicht unbedingt so aus, wie viel... Oh, 10 Leder. Das heißt, wir können auf jeden Fall bald mal weitermachen. Obwohl, hier sind auch noch ein paar Rinder, die man töten könnte. So. Und... Ja, jetzt müssen wir hier die ganze Zeit links und rechts strafen, damit er uns nicht erwischt. So, ich glaube, hier haben wir alles eingesammelt. So, jetzt muss ich hier nur wieder rausfinden. Das ist aber auch ein Krampf hier. Hilfe! Lasst mich raus. So, hier geht's raus. So, und du, Muchacho. Du musst jetzt auch leiden. Stimmt, kennt ihr immer noch Chin-Chan? Das war auch irgendwie so ein Anime oder Manga, pipapo. Mit so einem, ey, ich fand diesen Manga völlig komisch. Shin-Chan, der hat immer so komisch geredet und war völlig pervers. Und das lief auch mittags oder so. Und der war auf jeden Fall ein ganz, ganz komischer Kapaike. Aber nun gut, ich denke mal, ich werde für heute einen kleinen Cut machen. Überleg, nee, Moment, erstmal werden wir nochmal eine Runde unser rohes Fleisch braten. Und da hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, Moment mal, hat er gerade Sandstein in den Ofen gelegt? Ja, da passiert nichts. So, dann werden wir auch noch mal ein bisschen Kohle da reinwerfen. Am besten ein komplettes Stack passt da ja gar nicht rein, weil da noch ein paar drin waren. So,
Dann sollten wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fleisch bekommen. Hier können wir das Glas rausnehmen. Passt hier auch nicht mehr wirklich hin. Haben wir hier noch? Ne, das sind alles volle Lapis-Stacks. Obwohl hier von der Kohle, die ist nicht wirklich gut gestackt. So, dann haben wir doch hier auch wieder genügend Platz. Und hier ist auch immer noch eine Steinhacke drin. Aber ansonsten ist das alles gut gefüllt. Muss jetzt mal hier kurz gucken. Doch, die Blume kann ich wegwerfen. Und 12 Leder. Das müssten wieder vier Bücher rein werden, oder? 3 Bücher. Ja, so wird das sein. Aber das werden wir, denke ich mal, beim übernächsten Mal oder so machen. Da schauen wir mal. Denn vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Bambus wir noch haben. Ich meine Zuckerrohr. Den wollte ich ja eigentlich auch immer noch mal anpflanzen. Wir haben ja auch noch ordentlich Kürbiskerne, Melonenkerne. Aber das werden wir noch später sehen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch allen noch einen sehr, 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 sehr angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.